Sturm der Liebe Star Zach Hackett's, nach Serienausstieg, er macht ein trauriges Geständnis. Zach Hackett ist nicht nur in seiner Rolle als Page und Schauspieler Goran Kalkbrenner ein zum Leben positiv eingestellter Mensch, auch privat lässt er sich nicht unterkriegen und hat immer einen lustigen Spruch auf den Lippen. Die Ausstiegswelle rollt unaufhörlich weiter. Nachdem Schauspieler Zach Hackett nach fast 4 Jahren im April als Goran Kalkbrenner wieder an den Fürstenhof zurückkehrte, müssen sich die Fans jetzt auch von ihm wieder verabschieden. Mit Kollegin Christian Barlow ist er gut befreundet. Der 35-Jährige lebt in Berlin und ist nicht nur als Schauspieler gut beschäftigt. Wir haben damals gleichzeitig beim Sturm angefangen und haben uns einfach gesucht und gefunden, erzählt er. Seine Schwester liebt er über alles. Am engsten ist er allerdings mit seiner Schwester, die so etwas wie eine Mentorin für ihn ist. Auf die Frage, wie sich seine Eltern über seinen Erfolg als Schauspieler freuen, macht Zach ein trauriges Geständnis. Meine Eltern sind leider recht früh gestorben, schon vor 10 Jahren. Nebenbei arbeite ich auch noch für eine Unternehmensberatung, die Seminare und Training für Mitarbeiter und Führungskräfte innerhalb von Konzernen der Automobilindustrie gibt, verrät er im Exklusivinterview mit bunte.de. Über sein Liebesleben hüllt sich der Sturm der Liebe Star zwar in Schweigen, bezeichnet aber dennoch seine Kollegin Christian Barlow, Tina Kessler, als eine seiner besten Freundinnen. Aber ich habe noch meine große Schwester, die mit ihrem Mann und den Kindern in Köln-Bonn lebt, wo ich ursprünglich herkomme. Wie sehr er sein Schwesterherz liebt und schätzt, machte der Schauspieler mit kroatischen Wurzeln erst neulich in einem Instagram-Posting zu ihrem Geburtstag klar. Happy Birthday, Raute Schwesterherz. Damals war ich noch Raute klein und du musstest mich beim Raute-Tanzen führen, heute führst du mich im Raute-Leben. Das Mädchen von damals ist zu einer starken, bewundernswerten Raute-Frau und Raute-Mutter herangewachsen, die mir und ihren Kindern immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Alles Gute zu deinem runden Raute-Geburtstag, schreibt er samt mehrerer Herzchen-Emojis unter ein süßes Foto, auf dem die beiden als kleine Kinder zusammentanzen.